Und sind wir wieder. Und nicht gestorben. Sehr gut. So. Aha, Meter. Da gehört nämlich sogar schon eine Meter-Spitzhacke bauen. Ist doch Schnieke. Oh, Meter-Werkzeuge willkommen. Es hört ja gar nicht mehr auf hier. Sehr Schnieke, cool. Können wir also schon mal drei Werkzeuge bauen. So, weiter in Text. Weiß ich gar nicht, wie sieht ein Diamant überhaupt aus? Okay, hat die normale Textur. Gut. Ich würde gerne noch ein paar Fackeln, beziehungsweise, nee, Quatsch, wir können wir haben ja alles da, um Fackeln selber zu bauen. So, erstmal, bam. Eine reicht. So, haben wir schon mal eine Mesespitzhacke. Und aus den restlichen machen wir mal ein paar Fackeln hier. Dankeschön. So. Gold haben wir auch schon gefunden. Da kommt der richtige Goldgräberstimmung auf hier. Oh, hier. Oh, nee, das schon, das ist jetzt Alien-Zeug. Aber nee. Ist bloß, ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt. Auf Deutsch. Ja, also Saphir und Rubin ist ja klar, aber was ist Emerald? Was ist das auf Deutsch? I don't know, man. Ich glaube, das irgendwas bringt, keine Ahnung, denn da kommt was Rosanes. So viele neue Sachen hier. Und ich habe keine Ahnung, was davon wie wertvoll ist oder so. I don't know. Wir bauen einfach mal weiter auf die Suche nach Diamanten. Da müssen wir jetzt wissen, dass wir damit Auto kaufen können. Also kann es ja schon mal gar nicht so schlecht sein. So. Oh, und das ist die erste Spitzhacke weg. Und schon kommt die Mesespitzhacke ins Spiel. Warum auf einmal ist es dunkel? Sand. Kann es sein, dass es hier Blöcke gibt, die leuchten? Guck mal. Moment mal, leuchte ich etwa? Mesespitzhacken leuchten. Ernsthaft? Seit wann das denn? Lol, Mesespitzhacken leuchten. Wir brauchen also gar keine Fackeln mehr. Das ist ja interessant. Hä? Er berechnet bereits voraus, wo wir sein könnten. Und beleuchtet dann dort die Gebiete, damit wenn er selber etwas hinterherhängt, wir trotzdem immer im Licht sind. Ist ja lol. Das ist ja krank. Ich würde gerne wissen, welche Mod das macht. Ich glaube, so eine Mod möchte ich auch haben. Nicht jetzt wie meine Server, aber zum Rumspielen schon. Guck mal, jetzt ist alles dunkel. Wenn ich jetzt hier lang laufe, ist es immer da hell, wo ich gleich hinkomme, aber wenn ich schnell laufe, immer da, wo ich in dem Moment hinkommen würde. Das ist schon irgendwie cool. Das ist schon echt cool gemacht. Das ist wow.
Gut, wir brauchen aber scheinbar und dann auch noch eine Meteschaufel, weil ansonsten wird es schwierig. Erstmal brauchen wir ein bisschen Holz. So. Ich hoffe mal in der. Wow. Ich hoffe mal, eine Meteschaufel macht auch Licht. Oh, da haben sie sogar eine mit so richtigen Griff. Wie süß. Ja, Meteschaufel machen auch sehr Licht. Sehr praktisch. Das heißt, wir brauchen nie wieder Licht. Ja gut, ist natürlich dann eine schöne Kombi. Ja, ich habe es mir gesehen, Leute, regt euch ab. Nur da kann man dann relativ schön... Gibt es noch mehr Kombi? Nö. Ich habe mir schon überlegt, wegen der Mod, wegen zwei wegen zwei, dass man halt zwei Arme hat. Was? Also beide... zwei Werkzeuge gleichzeitig nutzen kann. Weil eben, auf meinem Server ist es ja nämlich nicht so. Da ist es ja so, wenn du halt die Fackel in der Hand hast, hast halt Licht. Aber wenn du deswegen irgendwas abbauen, dann die Fackel aus der Hand legen musst, ja, war's das mit dem Licht. Da gibt's natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht halt so, wie es bei Mindtron ist, dass du halt eine zweite Hand haben kannst. Ich glaube, das war bei Mindtron 5. Also bei dem Fork-Projekt von Mindtron 2. Da hatte man ja irgendwie eine zweite Hand, also ein zweites Fach, wo man so ein Schild reinpacken konnte zum Beispiel. Und dass man dann da dann zum Beispiel, oha. Oha. An der Stelle dann zum Beispiel halt die Fackel reinpacken könnte. Oder aber, dass man einfach eine Abfrage macht, sobald man eine Fackel im Inventar hat, hat man andauernd Licht. Wobei das ein bisschen overpowered sein könnte wiederum, ne? Oh, warum auch kein Licht mehr? Okay, die Mod scheint nicht immer zuverlässig zu funktionieren. Jetzt habe ich wieder kein Licht. Und ich weiß nicht, warum kurz. Die Schleichtaste funktioniert dann, ne? Ja. Oh, hier geht relativ tief runter. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann kommen wir einfach zur Seite. Tschüss. Aber keine Diamanten whatsoever. Irgendwelche komische Sachen, so wie das Zeug hier. Was auch immer das ist. Wir haben so ein bisschen schon, wieder schon viel Scheiße hier. Blätter können weg. Du. Ihr könnt. Was kann noch weg? Das hier kann weg. Auf jeden Fall. Hier kann auch weg. Und die ganzen Sachen werden wir auch nie brauchen. Nicht in diesem Leben. Ja, was das Zeug hier ist, I don't know. Ich glaube, ich schmeiß das Ganze auch erstmal weg. Wir kommen aber wieder relativ schnell ran. I don't know. Ja, Zinnklumpen auch weg damit. Quarzkristall, sowas von weg damit. Du bleibst mal da. Haufenweise Scheiße. Wir müssen alles dafür tun, dass wir möglichst viel. Ach, verdammt. Diamanten. Mese. Und sonst noch Stuff finden. Eigentlich nur Diamanten und Mese. Aber irgendwie finden wir hier gar nichts. Außer Mese. Aber Diamanten irgendwie nicht so sehr. Und an der Höhe kann es nicht liegen. Wir sind bereits 22.000 Blöcke in der Erde. Also tiefer geht es ja gar nicht mehr. First Gold found? Okay. Stimmt, wir hatten ja vorher zwar Gold gesehen, gab es aber noch keins abgebaut. Aber das darfst du gar nicht brauchen. Warum finden wir keine Diamanten? Hey.
Ja, ich sehe, das ist halt das Problem bei diesen Vorpredikten, dass das, wie man sieht, nicht immer zuverlässig funktioniert und relativ schnell auch relativ dunkel werden kann. Deswegen ist eine schöne Spielerei, aber ich glaube nicht, dass ich es. Das hier ist Alien-Zeug. Yeah. Wir haben Alien-Stuff gefunden. Oh, und wir haben Diamanten gefunden. Oh mein Gott, Diamanten. So, das heißt, wir müssen mal wieder. Ah, Alien-Mäßig ist auch ganz geil. Da kann man sehr schön Werkzeuge bauen, die noch schneller sind als Miete. So, erstmal den ganzen Scheiß hier wegschmeißen. Alles das hier, die wir nie brauchen werden. Ich glaube, ich nehme lieber die Fackel. Oh. Oh. Ach, nee, die Fackel brechet auch im Voraus. Hey. Habe ich gerade gewundert, warum es da so dunkel war. Aber ja. War ein Monster. Gut. Cool, das heißt, wir eine richtige Haupthöhle hier gefunden. Das ist natürlich interessant. Also da ist ja natürlich auch gewisse Gefahren, weil ich jetzt nicht weiß. So. Genau, hier ist dieses Alien-Ohr. Aber eben dieses Alien-Mese-Zeug. Das ist halt sehr geil. Vor allem zum einen, wo es leuchtet. Man findet es also sehr schnell. Man kommt nur nicht immer so schnell ran. Und zum anderen, wie gesagt, ist das halt noch stärker als Mese. Also noch schneller. Das heißt, wir können jetzt damit eine Spitzhacke bauen. Bam. Bam. Da ja unsere auch fast tot ist. Warte. Das geht nicht. Wow. Ach du Scheiße. Aber sie bist doch auch mäßig. Alien Ingit. Alien Mäßig. Ach, dann brauchte ich doch noch das andere Zeug. Ah, verdammt. Ey, lass sie mich in Ruhe. Da hinten ist noch welches. Ich sollte mal ein bisschen Nahrung essen hier. So. Hier haben wir noch ein paar Diamanten. Aua. Wer haut mich denn hier immer? So, gehen wir jetzt ein bisschen hoch hier. Man sieht halt gar nichts so. Ah, der Tunnel ist echt ein bisschen schlecht ausgeleuchtet. So, egal. Jetzt haben wir hier sowohl das als auch das. Und mit den beiden Sachen können wir jetzt irgendwas machen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Also zuerst brauchen wir das und das. Oder andersrum. Da kriegen wir dann das hier raus. Dann brauchen wir das hier. Und jetzt können wir, ich mache mal direkt noch ein paar. So. Ja, gib mal her. Dankeschön. So, und jetzt können wir uns hier rausnehmen. Wupp. Wupp. Tada. Tada. Weg damit. Zwei Spitzhacken machen. Wuhu. Jetzt die Frage: Leuchten die auch? Ja. Ich schätze mal, alle Werkzeuge leuchten. Oder zumindest alle High-Level-Werkzeuge. Gut.
Dann sollte das erstmal reichen. Dann nutzen wir das mal erstmal, um es wieder irgendwo reinzubauen. Und da es hier wieder Monster gibt, würde ich mal sagen, versperren wir mal wieder den Weg hier. So. Und dann let's go. Also, seht ihr, wie schnell das Ding hier abbaut? Das ist echt krank, dieses Alien-Zeug. Oh, jetzt auch wieder eine Höhle. Verdammt. Ich gehe mal in die Richtung. Ich glaube zwar, das ist auch was, aber... Gucken, wie schnell das Zeug abbaut. Ich kann einfach langlaufen. Oh nein, ich bin voll. Das gibt doch gar nicht. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah. Hallo, Licht. Ich war's mal mit Licht. Danke. Also, das Problem ist nämlich mit diesen Vorpredikten. Angenommen, ich würde jetzt hier in die Richtung laufen. Und es wäre jetzt hier noch ein Stein. So. Wenn ich jetzt hier in die Richtung laufe, voilà, dann berechnet er vor, wo ich bin. Das Problem ist, das Vorrechnen wäre in dem Stein drinne. Und dadurch, dass ich das quasi den Stein selber nicht leuchten kann. Oh gut, bei der Fackel haben sie ein bisschen gefixt. Bei der Fackel ist es nicht so schlimm. Aber weil doch, wenn man zu schnell läuft schon. Und eben, wenn es nicht halt in der Fackel drinne ist, im Stein drinne ist, so jetzt schon wieder, dann, ja, Steine können halt, lassen halt kein Licht durch. Ergo kann das Licht doch nicht in den Raum leuchten. Ich hätte gern, wir würden ein bisschen mehr Diamanten finden. Na. Oh. Ah. Oder wir gehen besser in die Tiefe? Hat das vielleicht ein bisschen Sinn? Oh ja, siehst du? Schon haben wir jemand gefunden. Aha. Bin ich gut oder was? Dass halt das Licht nochmal ausgeht, ist halt blöd. Da habe ich es lieber so wie auf meinem Server, dass das Licht ab und zu ein bisschen daherhängt, als dass es dann immer zappenduster wird auf einmal. Also. Das ist hier definitiv eher ein Nachteil als ein Vorteil. Hallo, Licht. Danke. So, ich weiß nicht mehr, wie teuer die Autos waren, aber ich glaube, wir müssen genug Diamanten haben. Boah, kriegst ja Wirbel. Wird der übel. Holy shit, boy. Oh, noch mehr Diamanten. Die Diamanten. Guck das an. Diamanten soll es auch gereichen. Ich weiß leider nicht, inwieweit Diamanten als Cluster auftreten. Ob es da bringt, noch in die Breite zu bauen. Von daher. Weil das Kranke bei dem Alien-Zeug, wie man sieht, es ist nicht nur schnell, sondern es nutzt sich auch kaum ab. Eine Diamantenaxt wäre derzeit schon lange weg. Und das ist halt das Geile an diesem Alien-Zeug, dass es halt so unendlich lange hält einfach.
Aufräumen. Er sagt, wir haben 8 Diamanten. Ich glaube, das reicht. Gehen wir mal wieder zum Spawn. So. Erst will ich wieder Scheiße ausladen. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Alles. Alles weg. Hier ist alles Stuff, den wir nie wieder brauchen. Wollte ich ja beide meine Kohle wegwerfen, hallo? So, schauen wir uns jetzt wieder aufgeräumt aus. Wir hätten uns eigentlich nur eine machen brauchen und dann lieber noch eine Schippe machen sollen, gell? Ah, egal. So. Erstmal hier ein paar Äpfel reinsnacken. Da. So. Carshop. Yay. Du kannst ein Auto kaufen. So, jetzt ist die Frage, was für ein Auto? Ich persönlich bin ja immer für relativ neutral. Also ich würde mir einfach so ein schwarzes Ding hier holen. Vielleicht ohne Logo drauf. Oder würde einfach das Ding hier. Hä? Was ist das denn? Polizeiauto, ein Diamantblock. Holy shit, boy. Black Car. Ah, 5 waren es, okay. Brown Car, White Car. Die Frage ist, was ist das für ein Car? Ich schätze mal, müsste einer von denen bei mir sein, ne? Hot What Car und Red Car. So, nehmen wir mal das hier. Oh, dann gucken wir mal hier, gehen wir mal zum Old Spawn endlich. Was wir schon seit Jahren machen wollten. Ja, auch diese ganzen Beacon-Dinger oder wie die Dinger heißen. Moment mal, das ist der alte Spawn. Public Toilet. Guck mal, hier sind sogar richtig Wege. Oh, ist das süß. Ah. Dort ist ja Schnieke. Ich hätte jetzt gedacht, dass der alte Spawn irgendwo eher bei 0-0 gewesen wäre. Aber wir sind ja hier auch sehr weit off. Wer denn Teleporter? Ne, da gehen wir mal lieber nicht rein. Okay, also das Ding ist noch komplett auf Weihnachten. Oder schon auf Weihnachten getrimmt. Ah, hier ist auch wieder negativ. Also. Du bekommst mehr Momentum, als du hattest, wenn du raufgehst. Ergo springst du mal höher. Ohne dass ich springe. Aber hör mal, muss ich mal schauen, ob ich gleich Schaden bekomme. Ich wurde schon wieder vom Blitz getroffen. Is dead now. Warum ist der andere vom Blitz getroffen? Gibt's doch ja nicht. Wir haben jetzt so unseren Daumen, unseren Stuff. Wir brauchen bloß ein bisschen, bis wir da hinkommen. Wart auf mir. Noch 12 Meter. Noch 10 Meter. Ja. Nein. Noch 7 Meter. Ja. Haha. Ich würde gerne runter. Problem ist, als würde der halt hart sterben. Deswegen gehe ich mal hier hin. Oh, habe ich die Blätter ein bisschen abgebremst. Na, aber auch nicht so viel. Ja. Aua. Ah, so ein bisschen haben sie mich abgebremst. Ich mache mir das aber hier mein Homepoint. So. Aua. Mensch. Bin ich gerade echt durch den Blitz gestorben? Oder gibt es hier doch Fallschaden? Na, bin ich mal gespannt. Achtzehn. 17. 16. Das dauert ja ewig. 14. 3, 12. Vor allem, warum bin ich da oben gestorben? Eben, wenn ich durch Fallschaden gestorben wäre, hätte ich ja da unten am Trampolin sterben müssen. Ich schätze mal, ich wurde zweimal hintereinander vom Blitz getroffen. What the fuck? Aber wie oft blitzen ist hier? Oh, und ich bin jetzt auf der Höhe. Ja.
Siehste. Also falsch schauen war es auf jeden Fall nicht. Ah, guck mal, man kann Spawn und Last Dead Position deaktivieren. Click on the black core. Was das für ein Wort ist, weiß ich nicht. Ach, das hier. Weather Particle, dann machen wir eine High Quality. So, Sound, alles aus. Wobei Sound ich sowieso deaktiviert habe, fällt mir gerade auf. Spawn Waypoint to Spawn raus. Die ganzen Sounds können auch alle raus. Show Waypoint to Last Death Position, das lassen wir mal an. Ja. So, voilà. Okay, man kann also nicht endlos hochspringen. Ja. Man wird ab und zu einfach zurückgesetzt. Siehste. Dadurch kann man nicht unendlich Momentum aufbauen. Schade. Oh ne, das werden wir nicht überleben. Naja. Deswegen habe ich meinen Homepoint gesetzt. Schönes Symbol. So. Okay. Da würde ich dann gerne mal gucken. Oh, jetzt gibt es Brote. Aber das ist alles von Yuri, ne? Ja, können wir alle nicht benutzen. Jetzt würde ich gerne mal gucken nochmal, wo war diese Straße? Gab es irgendwo mal eine Straße? Wofür die Straße? Okay, komm, wir folgen mal direkt der Straße hier. Ich kann. Och, man kann sein Auto nicht platzieren. What the fuck? Klar, ich kann bei der Gondelbahn kann ich die Gondel abbauen. Aber ich kann nicht mein eigenes Auto platzieren. Was soll ich sagen, außer bis zur nächsten Folge.